Ja, vielen Dank schon mal. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Gäste, ich darf Sie hier als Bürgermeister der Gemeinde Neetzow-Liepen auf das Allerherzlichste begrüßen. Hier in Neetzow zum zweiten Sommer-Open-Air der Blasmusik. Ich freue mich. Dankeschön. Ich freue mich, dass Sie schon so zahlreich hier zu uns den Weg gefunden haben. Ich hoffe, dass wir einen schönen Nachmittag gemeinsam verbringen dürfen. Die Wetteraussichten sind gut. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Wir werden Ihnen jetzt auch nochmal die Tische und auch die Bänke trocken wischen. Da sind wir hinterher, sodass Sie sich hier rundum wohlfühlen können. Wenn die Sonne noch besser zum Vorschein kommt, dann stehen auch noch Stühle zur Verfügung. Nur die waren jetzt, wie gesagt, aus Polster und die wollten wir jetzt nicht schon rausstellen. Aber wenn Sie nachher mögen, können Sie auch gerne noch einen Stuhl haben. Wir haben so circa 120 hier vor Ort. Also ich denke, das sollte dann auch reichen. Ja, verehrte Gäste, wir haben keine Mühen gescheut. Sie können mir glauben, unter diesen derzeitigen Bedingungen, die ja herrschen, unter dieser Corona-Pandemie, ist es nicht einfach gewesen, dieses Open Air zu organisieren. Dass wir diese Genehmigung dafür bekommen haben, dass die Kapellen hier zugesagt haben. Wie gesagt, für die eine oder andere ist es der erste Auftritt in diesem Jahr und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir heute diesen Tag zusammen hier gestalten dürfen. Ja, ich begrüße ganz herzlich jetzt von links nach rechts einmal die, die hier zugesagt haben, die mitwirken. Das sind zum einen ein herzliches Willkommen den Wildbergern. Ja, etwas mit Heimvorteil, hier schon bei uns zu lange zu Gast, ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Im vergangenen Jahr das 20-jährige Jubiläum hier gefeiert. Darauf haben wir nämlich gesagt, wir machen hier weiter und wollen dieses Blasorchester zu einem festen Bestandteil machen. Herzlich willkommen den Tollensetalern. Auch bekannt und aus der Umgebung von Anklam. Herzlich willkommen der Blaskapelle Hoher Stein. Und zu meiner Rechten, ganz weit angereist aus der Nähe von Schwerin, aber wir freuen uns ganz, ganz, ganz doll. Sie haben alles auf sich genommen. Herzlich willkommen der Blaskapelle Utrecht. Ja, und wir freuen uns, dass Jan Zander auch zugesagt hat. Herzlich willkommen, Jens, Entschuldigung, Jens, natürlich, Jens Zander, herzlich willkommen, der Kartloher Schamein. Ja, wie Sie sehen, 5 Kapellen haben wir heute hier, von daher wird es ein buntes Programm. Wir haben uns so abgestimmt, es wird kein Titel doppelt gespielt. Wenn einer merkt, dass ein Titel wiederholt wurde, dann bitte melden, dann gibt es ein Freibier. So ist die Abmachung. Sie hören heute hier keinen Titel doppelt. Zum Schluss, wie gesagt, da kann es natürlich passieren, wenn wir alle gemeinsam den krönenden Abschluss feiern. Aber zumindest für die Auftritte gibt es keinen doppelten Titel. Ja, vom Programm ist es so, wir fangen an immer mit einer Blaskapelle, die so 7, 8 Titel spielen. Sind wir ungefähr bei 30, 40 Minuten, ganz in Ruhe, wie gesagt, wir haben keinen Stress. Und in der Zwischenzeit wird uns da immer dann die Schamein unterhalten und dann, wie gesagt, steigt die nächste Band ein und so werden wir uns den ganzen Tag hier dann versüßen, sozusagen. Ja. Erbsen-Eintopf gab es schon lange nicht mehr, von daher schmeckt er heute besonders gut. Bierwagen ist auch da.